Ja, hallo Sonja. Hallo. Guten Morgen, wie geht's dir an diesem sonnigen, milden Frühlingstag? Ach, es geht mir sehr gut. Also, ich hatte eben letzte Woche war ich in den Ferien, konnte mich da ein bisschen erholen und ich war dann bereit, so richtig Vollgas zu starten jetzt in die Woche. Es ging gut. Ich hatte eine tolle Woche bis jetzt. Cool, ja, das klingt schon mal ganz toll. Urlaub klingt auch ganz toll. Ich habe dich ein bisschen beneiden da in den Bergen, in der Sonne und im Schnee. Aber hier war es tatsächlich auch schönes Wetter. Du, heute hätten wir eigentlich einen Gast gehabt. Und der konnte leider nicht kommen heute aus familiären Gründen. Konnte sie nicht dabei sein heute. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir freuen uns, wenn es dann passt. Und dann können wir Franziska retten und dann mal zuhören, was sie so erlebt. Sie erlebt nämlich ganz tolle Geschichten mit unserer Exe. Und deshalb warten wir, bis Franziska wieder bereit ist und die Zeit hat, mit uns ein bisschen zu plaudern und schicken dir, Franziska, von hier aus alles Liebe. Wir wissen, du hast gerade eine anstrengende Zeit und wir drücken beide Daumen. Aber schön, wenn sich eben Leute immer wieder auch bereit erklären, bei uns dabei zu sein. Und Ja, das ist nicht selbstverständlich, gell? nee, überhaupt Ja. nicht, finde ich auch. Braucht auch ein bisschen Mut, da seine Nase in die Kamera zu hängen und was dazu beizutragen. Aber wir kommen auch alleine zurecht, nicht wahr? Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin, ja. Irgendwie wird So das knapp. klappen. Ja, du läufst in der Praxis, hä? Ja, also also diese Woche war es ein bisschen spannend, ein bisschen spooky, ein bisschen wiederholend. Also ich hatte so, es war nicht nur einmal, also ein paar Mal habe ich da so wiederholende Mustern gesehen, wo ich dachte, okay, das habe ich schon mal gehört. Ja. Und diese Woche, keine Ahnung warum, aber ich hatte sehr viel, es hatte mit Zwillinge zu tun. Okay. Also es war so eine Zwillingswoche. Und ein Mädchen kam zu mir, die ist 10 Jahre alt und da ging es eigentlich darum, sie hat Albträume, sie kann nicht alleine schlafen, sie hat auch, sie möchte abnehmen, also Gewichtsprobleme, sie spürt so diesen Leere und sie muss immer diese Leere eben zum Teil mit Essen kompensieren. Also man merkt einfach, das sind diverse Sachen, was verarbeitet werden muss. Und auch so Unsicherheiten zum Teil. Und wir haben da geschaut, ja, wie viele Albträume gibt es da? Und ungefähr hat sie 8 Albträume. Und ich wollte dann wissen, eben, mit was sind diese Albträume verbunden? Sie hat diesen Schlaf ein bisschen wie geübt und geschaut, wann kommen diese Albträume? Das war so meistens so um Mitternacht. Und habe ich gesagt, was passiert da? Und sie meinte, diese Albträume haben immer mit Verlust zu tun. Also jemand, die sie liebt, zu verlieren. Und dann spürt sie eben diesen Verlustsangst oder Angst, dass jemand, die ich liebe, etwas Schlechtes passiert. Und ich wollte natürlich wissen, seit wann ist es so? Seit wann hat sie so diese Angst? Ist es einfach, weil sie vor kurzem irgendetwas gesehen oder erlebt hat, was die Angst jetzt getriggert hat? Oder ist es schon länger da? Und wir landeten im Mutterleib. Und da ist die Angst da, also die Angst, jemanden zu verlieren. Und dann fragte ich ja, was ist denn da los? Und dann merkte sie, dass sie im Mutterleib nicht alleine ist. Sie merkte, dass sie im Mutterleib eben einen Zwilling hat. Aber sie konnte ganz klar sagen, ja, aber eben sie hatte da ein Problem und ungefähr nach 2,5 Monaten, also knapp 2 Monate alt, ist sie dann im Mutterleib gestorben. Aber trotzdem hat sie gespürt, dass sie da ist. Trotzdem hat sie gespürt, das ist meine Schwester und es geht ihr nicht gut. Ich kann sie jetzt nicht helfen. Und was da eigentlich entstanden ist, ist eben eine Angst, jemanden zu verlieren, weil sie es erlebt hat. Sie hat es hautnah erlebt und natürlich als Baby, man kann nicht rationalisieren. Sie weiß nicht, was da passiert. Sie merkt einfach, da ist etwas und ich spüre so diesen Mensch und ich spüre den Herzschlag und jetzt beginnt sie zu sterben. Ich kann nichts machen und ich verliere jetzt jemanden, die mir ganz nahe steht. Und im Nachhinein macht es dann ganz klar Sinn, weshalb sie nicht alleine schlafen konnte, weshalb sie immer das Gefühl hat, ich bin alleine, egal wo ich bin. Auch das Gefühl von Leere, eben diese Leere, die sie gespürt hat, das war so eine versteckte Art von Zwillingssyndrom, die da war. Und sie hat es dann versucht, eben mit Essen immer diese Lücke, diese Leere zu füllen, die sie gespürt hat. Und das war so eine richtige
Aha-Moment und auch für die Mutter war das schon ein bisschen schockierend, aber für sie im Nachhinein ganz klar, das hat alles Sinn gemacht. Mhm. Und das passiert öfters, als man denkt, eben dass wenn ein Baby so im Anfangsstadium stirbt im Mutterleib, dann kann natürlich die Schwangerschaft ganz normal weitergehen. Man merkt es gar nicht. Man wusste eigentlich gar nicht, dass man eben mit dem zweiten Kind schwanger war, weil es so früh eben dann abgestorben ist. Und ich gerade fragen, die Mutter hat davon gar nichts gewusst? Nein, Wow. Nein. Und das, ich meine, das habe ich schon ab und zu, eben diesen Zwillingssyndrom. Ja. Und es muss nicht sein, dass eben das Kind im dritten, vierten, fünften, sechsten Monat gestorben ist, wo die Mutter es wirklich wusste. Ja, es kommt viel, 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 viel häufiger, dass man denkt, dass es wirklich am Anfangsstadium passiert, aber trotzdem das Fötus merkt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Es spürt die Anwesenheit, die Energie von einem Wesen, was da ist, was mir bekannt ist, und jetzt ist es weg. Und dann spüren sie eben einen Mangel, eine Leere, sie fühlen sich alleine, verlassen. Und dann können eben so Probleme kommen, eben mit Essen oder Gewichtsprobleme oder Unsicherheit oder Angst, alleine zu sein. Und bei ihr war es dann auch so. Sie hat dann gezeichnet, das war ganz süß, wo man sieht, hier geht es ums Schlafen, hat sie ganz, ganz süß gezeichnet. Da ist die Mutter, die ist ganz fröhlich nebendran, und das ist sie und die Zwillingsschwester. Also man sieht natürlich, sie hat gerne Zöpfe, so lange Zöpfe hat sie, das sieht man im Bild. Und dann hat sie bemerkt, eben wenn gedanklich ist, ich jetzt mit meiner Zwillingsschwester verbunden bin, dann bin ich ja nicht mehr alleine. Und sie hat die Vorstellung, alleine zu schlafen, dann eigentlich genossen. Es ging gut, weil sie nicht mehr eben diese Leere spürt. Und das war schön zu sehen. Das ist immer wieder verrückt, nicht wahr? Wie diese Leere empfunden wird, gerade bei solchen Kindern, die ihren Zwilling verloren haben, habe ich auch schon oft erlebt. Und es geht nicht weg. Das ist so, das kann man, man geht durchs Leben und das spürt man einfach, bis man es gezielt anspricht oder angeht. Also es gibt so viele Menschen, die sich mit dem identifizieren können. Ich spüre einfach eine Leere und ich weiß nicht warum. Oder ich habe so eine Lücke und ich muss die Lücke mit anderen Sachen kompensieren. Ja. Sei das eben mit Essen oder mit Beziehungen oder mit Kleidern, mit Einkaufen oder mit Sport. Aber irgendwie die Lücke ist immer da. Und oftmals ist das eben die Zwillingssyndrom. Mhm. Absolut. Das ist ja ganz spannend. Das erinnert mich gerade an einen ganz alten Fall von mir. Das ist mindestens 4 Jahre her. Von einem Jungen, der, ich glaube, 8 Jahre alt, ich müsste nachschauen, aber ich glaube, er war 8 Jahre alt und hat immer noch nachts eingenässt, und es war nicht klar, wo die Ursache lag, bis wir herausgefunden haben, dass er im Mutterleib seinen Zwillingsbruder verloren hat. Genauso wie das Mädel jetzt. Er spürte dann aber keine Leere, sondern er nahm diesen Zwillingsbruder wie mit ins Leben, und das war ja ein Baby. Er war zwar 8 schon, aber der Bruder war ein Baby, und da hat er in der Sitzung gesagt, ich nässe deshalb ein nachts, weil ich das für meinen kleinen Bruder tue. Und das war total schlüssig in diesem Moment, und ich erinnere mich so gut an seine Mama. Das habe ich im Nachgespräch, habe ich das erwähnt, was wir da herausgefunden haben, und dann hat die wirklich begonnen zu weinen und hat gesagt, das hat er nicht gewusst, wir haben es gewusst, aber er hat es nicht gewusst, wir haben ihn davon verschont, und jetzt in dieser Sitzung kommt er zu diesem Wissen. Das ist doch verrückt. Es ist wirklich verrückt, was immer wieder in diesem Mutterleib passiert, nicht wahr? So oft finden wir die ersten Hinweise oder die ersten Ursachen schon im Mutterleib, als ungeborenes Leben. Und ich weiß nicht, geht es dir auch so? Ich werde oft immer wieder gefragt, habe ich mir das Bein gebildet? Oder war das wohl wirklich so? Kann es wirklich sein, dass ich im Mutterleib schon solche Gefühle hatte? Und ich sage immer ja. Kennst du diese Fragen auch? Ja, ich meine, es ist halt Instinkt. Ja. Und wenn unser Instinkt, das spielt keine Rolle, ob wir jetzt im Mutterleib sind oder erwachsen sind, unser Instinkt lügt nicht. Und es hat einen Grund, warum wir ausgerechnet das spüren oder ausgerechnet das sehen oder wahrnehmen, weil
unser Instinkt weiß ganz genau, an was es liegt. Und ich denke, viele Menschen versuchen viel, viel zu oft zu rationalisieren. Warum ist es so? Bilde ich mir das ein? Aber wenn unser Bauchgefühl oder Instinkt das immer und immer wieder sagt, dann hat es einen Grund. Also unser Instinkt ist da schon im Mutterleib, die ist da. Das ist etwas, was wir von Anfang an haben. Unser rationelles Denken, das kommt, das entwickelt sich so ab 4., 5. Lebensjahr, wie das so richtig entwickelt. Aber vorher sind Kinder rein auf ihren Instinkt eigentlich überlassen. Klar, ist so. Und deshalb ist es auch gar nicht zu unterschätzen, was mit einem Kind passiert, solange es noch im Mutterleib ist, wenn zum Beispiel die zukünftigen Eltern sich immer streiten. Das kriegt ein Kind mit. Oder wenn eine Mutter sehr oft Angst hat oder aufgeregt ist oder also eine werdende Mutter, das spürt das Kind. Es wird gespürt und weil es ein fremdes Gefühl ist, nimmt man das so mit und hat keine Ahnung, was man damit anfangen soll, bis man eben in so einer Sitzung auf diese Ursache stößt. Das ist schon immer wieder erblüffend. Ja, wirklich. Gell? Und ich meine, ich hatte die zweite Sitzung, wo es auch ein bisschen eben um so Zwillingsgeschichte ging. Das war ein bisschen spooky, wo man denkt, ach, wie ist das? Aber im Nachhinein ist alles so, es hat alles den Platz eingenommen. Es war dann auch, es hat alles Sinn gemacht. Und hier ging es um ein Mädchen, die ist dann 8,5, also 8 Jahre alt. Und sie kam zu mir, weil sie hat die Körperwahrnehmung, sie kann nicht richtig entwickelt. Sie kann nichts loslassen. Und mit nichts loslassen meine ich alte Spielsachen. Sie möchte die Haare nicht schneiden, weil sie die Haare nicht loslassen kann. Sie möchte die Fingernägel nicht schneiden. Sie möchte am Tag nicht zur Toilette gehen. Also einfach am Abend geht sie 3-mal hintereinander, weil der Körper es nicht mehr aushalten kann. Aber einfach alles, was mit ihr zu tun, sie kann nicht loslassen. Das war immer ein Thema. Die Mutter hat gesagt, seit klein war das immer ein bisschen ein Thema mit ihr. Und dann sind wir dieses Gefühl, nicht loslassen zu können, sind wir nachgegangen. Und wir sind dann im Mutterleib gelandet. Und für mich war es so erstaunlich, dass die Antworten, die sind nicht irgendwie überlegt gekommen. Die sind so schnell. Sie hatte wirklich keine Zeit zu überlegen, sondern die Antworten waren so schnell, so präzis. Und sie hat es wirklich, sie hat es nicht mit Unsicherheit gesagt. Sie hat es so mit einer Sicherheit gesagt. Und dann war sie im Mutterleib und eben das Gefühl ist da. Ich kann nicht loslassen. Da habe ich gesagt, was ist da los? Und dann hat sie auch gesagt, ich merke, da ist etwas. Und ich sage, was meinst du? Sie hat gesagt, da im Mutterleib, da ist ein Geist. Und ich habe gesagt, ist es ein Geist von einem Zwilling? Sie hat gesagt, nein, das ist nicht mein Zwilling. Aber es ist ein männlicher Geist und er ist da, um mich zu beschützen. Und ich habe gesagt, wie fühlst du dich dabei? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich fühle ich mich gut. Also er ist lieb und er meint es gut. Ich fühle mich eigentlich beschützt. Aber dann hat sie gesagt, aber er geht mit 7. Er bleibt nur bis 7, er geht automatisch mit 7. Und ich so, okay, also die Geschichte war schon ziemlich spannend. Ich so, okay, wo landet das dann hin? Und er hat eben das Gefühl, sie hat das Gefühl von ihm übernommen. Eben, ich kann die Menschen nicht loslassen oder ich kann bestimmte Menschen nicht loslassen. Ich habe Angst, alleine zu sein. Ich kann es nicht. Und so das Festhalten. Dann eben mit 7 war es wirklich so. Und er hat gesagt, so, ich habe alles erledigt und puff, ich verlasse dich jetzt. Und er ging. Und im Nachgespräch hat die Mutter mich so angeschaut und gesagt, eben, ich war Zwilling, es war mein Bruder. Und ich, als meine Tochter 7 Jahre alt war, habe ich eine Therapie gemacht, um meinen Bruder loslassen zu können. Aha, ich habe ein bisschen Gänsehaut. Das ist ja, genau, ich auch. Das habe ich auch ein bisschen. Und ich so, okay. Und sie, in diesem Moment war ihr klar, das war mein Zwillingsbruder, der meine Tochter beschützen möchte. Und er ging mit 7, weil die Mutter sich mit diesem Zwillingsthema auseinandergesetzt hat. Und sie war bereit, ihn loszulassen. Wow. Und das war so und die Tochter wusste das nicht, dass sie wusste diese ganze, und bei ihr war es war so spannend, weil auch die Gefühle, ich kann nicht loslassen, war dunkelblau. Und bei den Schließmuskeln war auch dunkelblau.
Und erst nachher wussten wir, ah, es hat mit einem Mann zu tun. Wir wissen ja, hellblau ist oftmals Junge, dunkelblau ist Mann. Das Gefühl war dunkelblau und alles hat einfach gestummen. Und es sind so Momente, es gibt wie keine Zufälle in diesem Moment. Es gibt einen Grund, warum das die Kinder solche Sachen spüren oder erleben. Ob man an Geister glaubt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber bei ihr war es wirklich so, dass sie das Loslassen jetzt wie den Zwillingsbruder an der Mutter zurückgeben konnte und sich von dem auch befreien konnte. Boah, das ist wirklich, das ist wirklich ein bisschen eine spooky Geschichte, tatsächlich. Aber ich liebe spooky. Also da sitzt du neben dem Kind und denkst, wow, was geht jetzt da ab? Es ist unglaublich, aber es ist genau das, was du sagst, wenn dann alles so stimmig ist und eben diese Antworten so einfach aus dem Nix kommen, so baff, da ist es, dann weißt du bist auf dem richtigen Weg. Und wie du jetzt gerade vorhin, das Dunkelblaue, steht einerseits für das Männliche oft, aber oft auch für Trauer. Also aus unserer Erfahrung im Visualisierungscoaching, wenn wir Gefühle betrachten und ihnen eine Farbe geben, ist oft, wird oft Trauer als blau, dunkelblau Richtung schwarz dann schon beschrieben. Und ja, logisch, wenn du einen geliebten Menschen loslassen musst, ist da auch eine gewisse Trauer drin. Das ist schon. Also das sind so die Momente, wo wir wissen, okay, da ist wirklich was passiert, oder? Also da wird nicht lange überlegt, da ist wirklich dieses instinktive oder intuitive Wissen kommt jetzt an die Oberfläche, was die Lösung bringt. Wow. Was hier einfach ist, also wenn man das im Nachhinein geplant hätte, das ist so komplex, eben beim hier in der Brust nicht loslassen können, bei den Schließmuskeln nicht loslassen können, es ist dunkelblau und dann eben diesen Geist und männlich und mit 7 einfach puff ist er gegangen und die Mutter, aber mit 7 habe ich diese Therapie gemacht, um speziell um ihn loszulassen. Es ist, also als wäre die ganze Geschichte geplant gewesen, so im Nachhinein war es aber nicht. Und für mich ist es dann, das ist so stimmig. So unglaublich cool. Magisch. Dann hast du die Sitzung beendet und das war deine Woche, Punkt. Das war das Highlight, oder? Das ist verrückt. Eigentlich schon, ja. Ja, das war echt ein Highlight. Es ist immer wieder so diese Begeisterung, was da an der Oberfläche kommen kann und was man in so kurzer Zeit bewegen kann, wenn man wirklich die richtigen Antworten findet und wenn man auch offen ist für solche Sachen. Das ist so. Das ist lustig. Ich hatte auch, ich glaube, ich habe es letzte oder vorletzte Woche erzählt, ich hatte auch eine Sitzung mit einem Mädchen, das einen Tod, also mehrere Tode zu verarbeiten hatte. Und das war genau dasselbe, das Thema Loslassen auch. Loslassen, um was zurückzukriegen. Und sie hatte doch, ich habe es erzählt, sie hat den Verlust ihres Opas so als ganz tiefes Loch hier in der Brust empfunden. Und wir haben damit gearbeitet und ich habe das Mädchen jetzt wieder gesehen und sie hat mir gesagt, hey, das Loch ist weg. Ich darf zwar und ich bin auch zwischendurch noch traurig, wenn ich daran denke, dass mein Opa, meine geliebten Ratten nicht mehr da sind. Aber das ist okay. Es ist okay, dass ich traurig bin. Ich spüre trotzdem dieses Loch nicht mehr. Ich denke daran, ich denke liebevoll daran. Ich spüre auch zwischendurch so eine, sie hat das so schön gesagt, so eine Dankbarkeit, die mich lächeln lässt. Eine 11-Jährige, hä? Also solche Worte, da ziehe ich den Hut davor. Aber das Loch ist weg. Sie hat es wirklich füllen können. Sie konnte loslassen. Dieser Verlust hat sich geschlossen. Das ist ganz spannend. Ich glaube, im Moment ist das ein bisschen, ich habe viele solche Klienten, die ein Thema haben mit dem Loslassen. Loslassen können und akzeptieren, dass es jetzt in diesem Moment so ist. Das ist irgendwie eine Zeitqualität gerade. Ich denke auch, weil man hält an die guten Zeiten fest, wenn man momentan eben in eine schwierige Zeit ist oder wenn es in der Welt nicht so schön ist, dann hält man natürlich mehr an die Momenten, wo man eben gute Gefühle hat oder wo man geborgen oder Schutz oder einfach die Freiheit gespürt hat. Und das ist nicht einfach, es loszulassen. Das ist wirklich schwierig. Also wenn man sagt,
okay, die guten Zeiten, die sind für den Moment über, da wird es ein bisschen schwierig, aber die guten Zeiten kommen wieder zurück, dann ist es ja klar, dass man dann eben so solche Sachen, die am Großvater, wo man sehr vieles gelernt hat und wunderbare Momente erleben durfte, oder zum Beispiel mit den Ratten, wo eben ganz, ganz, ganz viel Liebe, ja, und lustige Momente schenken, dann ist ja klar, dann man möchte einfach die Freude noch ein bisschen länger festhalten. Genau. Das ist menschlich. Ja, aber sie hat gemerkt, dass all diese schönen Momente, die sie erlebt hat mit dem Opa, mit ihren Tieren, dass die nicht weg sind, nur weil die Ratten oder der Opa weg sind. Sie sind noch da. Sie sind noch da. Sie hat gelernt, einen Gedanken dahin zu richten und das nochmals zu erleben und Freude daran zu empfinden und eben diese Dankbarkeit. Ich hatte das und ich kann einfach kurz die Augen schließen und wieder dahin zurückgehen und das nochmals erleben und diese schönen Gefühle nochmals erleben. Das ist etwas, was völlig unterschätzt wird, wie wichtig diese Erinnerungen sind. Und dass die eben nicht weggehen, weil ein Mensch weggeht. Die Erinnerungen bleiben. Das ist das Schöne und das ist das, was den Trost spricht. Ich meine, ich hab letztes Jahr meine Mama verloren und ich natürlich bist du traurig und natürlich wäre schön, sie wäre noch hier, aber ich habe so viele schöne, tolle Momente, an die ich zurückdenken kann. Das macht es leichter, es ist der Trost, den man hat. Und das hat sie so gespürt und sie gesagt, ich bin wieder gefüllt hier. Dieses Loch ist weg, ist ganz schön. Ich denke, da können ganz, ganz viele Menschen auch nachvollziehen, so dass so eine Leere in der, ja, Brust. Also das kommt, also wir wissen es aus den Sitzungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, kommt es sehr häufig vor, eben dass man in der Brust so eine Leere spürt und wie unglaublich erlösend ist, wenn es dann nicht, ja, mehr da ist. Also die Lebensqualität natürlich, ja, das ist, wenn man diese Leere nicht mehr spürt, dann ist es so, als wird man nicht mehr geplagt. Weil es ist schon Plage. Ja, absolut, stell dir vor, ich, vielleicht ganz kurz das Loch, das sie spürte. Wir führen unsere Klientin ja immer in ihre innere Welt. Das ist ein Ort, den sie sich selbst kreieren, der uns ein bisschen die Möglichkeit gibt, ein bisschen herauszuspüren, was da sonst noch ist. Und bei ihr, als sie dieses Loch spürte, war das schon in der inneren Welt klar, dass sie hier ein Loch spüren wird. Denn sie sah sich in dieser inneren Welt, das war draußen in der Natur, aber über ihr war ein Netz, so ein Tarnnetz mit Blättern drin. Mhm. Und über diesem Netz war ihr Herz. Oh, jetzt hat ihr das Herz, ja, das ist ganz klar, ja, das ist ein klares Zeichen. Und also deshalb hat es mich nicht mal mehr überrascht, als wir danach weitergingen und sie dieses Herz, dieses Loch hier visualisiert hat. Ja klar, wenn dein Herz über dir hängt und das ist jetzt halt wieder da, sie darf ihr Herz wieder spüren und das ist auch das, was sie merkt jetzt, ich bin da wieder heil, ich bin wieder ganz. Es ist ganz, ganz, ganz verrückt eben. Also Visualisierungsarbeit, wenn man eben dieses intuitive Wissen abrufen darf, wenn man einfach mal reinspüren darf und mal raushauen darf, ohne darüber nachzudenken, dann kommt so vieles, was wir wirklich einordnen können, was dann stimmig ist, was Sinn ergibt, was die Geschichte erzählt. Das ist immer wieder sorgt für Gänsehaut. Ja, und ich denke, ich meine, das sind so Muster, eben wir wissen, dass es oftmals vorkommt, kommt eben die Loch in der Brust und wie es sich anfühlt und wie plagend das ist, weil es eben so ein Muster ist, die wir oftmals damit konfrontiert wurden. Diese Woche hatte ich auch so zwei Muster und das war eigentlich eine Sitzung nach der anderen und das waren zwei Mädels, wo es 1:1 genau das Gleiche war, also genau die gleiche Ursache kam an der Oberfläche und also das Mädchen, eine war 8 und die andere war 10, aber es ging beides um Konzentrationsprobleme. Mhm. Und ich habe bei beiden die Echse, also diesen Echsenkonzept, wo wir den Schutzfunktion oder Reptilien-Gehirn anfragen, was ist da los? Und bei beiden hat die Echse genau dasselbe gesagt, warum sie sich nicht konzentrieren können. Und beide haben gesagt, wegen die Langeweile. Ja. Und was passiert, dann habe ich gesagt, okay, was passiert, wenn... frag deine Echse, was passiert, wenn es dir langweilig ist. Die eine Mädchen hat gesagt, meine Ohren werden müde. Und dann hat die andere Mädchen gesagt, meine Ohren und Augen werden müde. Und dann fragte ich, ja, was passiert dann, wenn deine Ohren müde werden oder deine Augen? Dann stellen sie ab.
Und dann, was passiert, wenn sie abstellen? Dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Also es ist eigentlich eine Schutzfunktion. Wenn es ihnen langweilig ist, so diesen Stress spüren, dann stellen sie eben die diverse Sinusorgane ab, dass sie eben von der Situation beschützt sind. Zum Beispiel, die eine hat gesagt, die Lehrerin, die wiederholt und die wiederholt, und wenn ich das höre, ich kann es nicht mehr hören. Und dann stellen eben die Ohren ab. Das Problem ist, dass wenn die Ohren oder die Augen sozusagen abgestellt sind, dann ist es schwierig, sie wieder einzuschalten. Das heißt, sie können, es ist gut bei Wiederholungen, aber es wieder einzuschalten war das Problem, und deshalb konnten sie Sachen nicht aufnehmen. Sie konnten sich in gewissen Situationen nicht konzentrieren. Und hier war ganz klar eben, dass wir die Sinnesorgane anschauen. Und da waren bei beiden, also die waren ganz tief. Also wir mussten die Ohren und die Augen natürlich nochmals aufschalten. Und so, dass es hier geklebt ist, und die Echse auch informieren, dass weißt du was wir tun können, anstatt dass du die Ohren abstellst, installieren wir so ein Filter, ein Ohrenfilter. Oder wir haben, bei den Augen haben wir Energietröpfchen hineingetan, sodass die Augen immer Energie haben, auch wenn es langweilig ist. Und es war so, Energietröpfchen in den Augen, das fand ich dann ganz lustig. Die Ohrenfilter haben wir hineingesetzt, damit, wenn es langweilig ist, geht es zu, aber sofort wieder, wenn wichtige Informationen kommen, dass die Filter eben aufgeht und dass sie die Informationen aufnehmen können. Sie haben so langweilig gleich Blockade, abstellen, keine Informationen mehr aufnehmen, und sie konnten nicht wieder das einschalten. Und das war das Problem bei beiden. Und ich hatte so das genau, und diesen Schema hatte ich bis jetzt so typisch so nicht. Und das eins genau an der nächsten Sitzung genau die gleiche sagt, und das war die Echse, hat es gesagt. Ich war so, wow. am gleichen Tag, eins nach dem anderen, und die sagen genau dasselbe. Und ich bin immer vorsichtig, nicht zu suggerieren. Ich frage einfach, was sagt die Echse? Und warum ist es so? Und warum ist es so? Und dann kommt genau das Gleiche, wo ich sage, okay, das ist auch ein bisschen spooky, gell? Aber unglaublich interessant. Ist sowieso oft bei Konzentrationsproblemen, ist der Auslöser eben Langeweile. Ist so langweilig. Also, und deshalb sage ich oft so mit, und wenn sie kommt, mein Kind kann sich nicht konzentrieren, sage ich, ja, mal gucken, ob es Konzentration oder Motivation ist. Ne? Ja. Genau, und das war auch so, aber einfach wirklich zu hören, was da wirklich dann physisch abläuft. Das habe ich so in dieser Hinsicht nicht gehört, dass sie sagen, meine Augen werden müde und meine Ohren werden müde, und dann wird die Schutzfunktion eingeschaltet, um diese Ohren, diese müde Ohren und Augen zu entlasten, weil es einfach so langweilig ist und das Problem ist, dass nicht wieder einschalten können. Und bei beiden, sie haben da ganz tolle Zeichnungen gemacht, dann sieht man hier die Ohrenfilter hat sie da installiert, das sieht man, und auch natürlich beim zweiten sieht man da wunderbar die Ohrenfiltern und Konzentration, Sicherheit, gute Gefühle. Da sieht man, dass bei beiden eben die Ohrenfilter installiert wurden. Und damit sie wirklich in diesem Moment erkennen, okay, wenn es langweilig ist, dürfen sie zugehen, aber sie werden automatisch wieder aufgehen, wenn es wichtig ist. Also hier ist einfach am Gehirn die richtigen Informationen mitzuteilen, dass es weiß, was zu tun ist, wenn es mal langweilig ist. Ich finde es immer eindrücklich, wenn Kinder mit ihrer Echse arbeiten und merken, dass die Echse sie eigentlich blockiert. Dass die Echse was tut, was ihnen gar nicht gut tut. Dann erkläre ich den Kindern immer, weißt du was, deine Echse hat da wirklich was missverstanden. Denn die ist zu deinem Schutz da, nicht um dich zu blockieren. Das ist dein Schutzreflex, diese Echse. Und ich glaube, du musst dir sagen, dass diese Reaktion jetzt, die sie jetzt zeigt, wenn es dir langweilig ist, dass die dir eher schadet, als dich beschützt. Und es ist immer lustig, diesen Diskussionen zuzuhören, wenn Kinder mit ihrer Echse sprechen. Also da kommen dann so Totreaktionen, du blöde Echse, du, jetzt mag mal, was mir gut tut und so. Und das sind wirklich, wirklich sind witzige Momente. Genau, also es war auch bei beiden, die mussten wirklich die Echse ein bisschen erklären, weißt du was, es ist schön, dass du mich jetzt von der Langeweile beschützen möchtest, aber
ich möchte mich konzentrieren können, komm, wir suchen eine Alternative. Und die Echse hat bei beiden natürlich gesagt, ach, Ohrenfilter, das ist toll, super, dann brauchen wir diese Schutzfunktion nicht, weil dann ist es, das, dann ist ein wie automatische Steuerung bereits vorhanden. Ja, ja. Und die Ohrenfilter, die liebe ich auch so. Ich setze so oft Ohrenfilter ein. Also mental natürlich nicht, dass jetzt da irgendjemand denkt, was machen die an den Ohren unserer Kinder? Gar nichts machen wir, aber mental kann sich das Kind vorstellen, wie so ein Filter im Ohr drin ist. Und das ist dann immer ein Event, wenn wir diesen Filter kaufen gehen, da mache ich immer eine große Reise draus und setze die ein und wenn möglich kitzle ich das Kind am Ohr, wenn der Filter eingesetzt ist, ganz leise. Und ich hatte tatsächlich, das war wirklich lustig, eine 15-Jährige, mit der habe ich das gemacht. Und bei Kindern, ja, die sind noch ganz fest in dieser Fantasiewelt drin. Aber Teenager, die im Normalfall ordnen die ein, ah, jetzt hat die mich am Ohr berührt. Und ich hatte eine 15-Jährige, die Ohrenfilter kriegte von mir und ich habe sie auch ganz leicht gekitzelt. Und nach der Sitzung hat sie die Augen geöffnet und hat mich angeguckt und gesagt, du, als du mir diese Filter eingesetzt hast, das hat wirklich gekitzelt am Ohr. Also die hat wirklich das nicht mit mir in Verbindung gebracht. Und ich habe es dann nicht aufgeklärt. Vielleicht hätte ich sagen müssen, ja, das war ich. Also, aber das war so stimmig, es hat wirklich gekitzelt am Ohr. Es war so lustig. Und die Ohrenfilter sind einfach ein super Tool. Wirklich ein super Tool, dass Kinder auch genau auf ihre Bedürfnisse abstimmen können. Was süß ist, ist oftmals, wenn man so es eben, man geht einkaufen und wie sehen sie aus? Und ich mache genau das Gleiche, dass ich wirklich dann hier einfach mit den Daumen so und sie gehen rein und spüre, wie sie ganz innen sind. Also ich ist wie es mental ja, hineindrucken. Genau. Und oftmals sieht man dann, dass sie den Kopf drehen mit geschlossenen Augen und das machen. Und dann, wenn es installiert ist, drehen sie so und dann lassen sie zu, dass man hier macht. Also das ist, es ist für die Kinder so natürlich, ich möchte das und sie machen mit und sie gehen mit und zum Teil eben auch körperlich wirklich so das Mitgehen und die Ohren da frei machen, dass man es wirklich installieren kann, weil für sie ist es real. Und absolut. Deshalb funktioniert es auch. Also deshalb funktioniert, weil sie wirklich visualisieren, wie so ein Ohrenfilter hineingeht und sie helfen werden von belastenden so Gefühlen, dass es zu ist und dann bei guten, wichtigen Informationen geht es auf. Und wenn es aufgeht, dann saugt es richtig die Information auf. Es hilft natürlich auch zu konzentrieren. Und wir gehen die Ohrenfilter dann auch testen. Und sie sagt, was cool war, ist, dass es auch, wenn die Jungs sie beleidigt hat, gingen sie auch zu. Also, ja, das ist super. Dann haben wir natürlich Konzentration und natürlich, wenn die Jungs dumme Sachen sagen, gehen die Ohrenfilter auch zu. Und das fand sie natürlich ganz toll. Ja, ist so. Kinder lieben die Ohrenfilter. Ich hatte schon ein Kind, das hat es regelrecht genossen, sich Ohrenfilter einsetzen zu lassen. Jedes Mal das gleiche Kitzeln am Ohr, das hat sie total geliebt. Und dann zurückzugehen in die Klasse, um den Filter auszuprobieren. Und die hat mich ein bisschen gefobt. Die wollte viermal zurück in den Ohrenfilterladen, um neue Ohrenfilter zu kriegen, weil die noch nicht ganz präzis so sind, wie sie wollte. Und ich habe genau gemerkt, es geht nur ums Kitzeln beim Ohr. Aber schlussendlich hat sie gesagt, ja, jetzt sind sie perfekt, jetzt ist wunderbar. Und das ist wirklich, auch wenn das vielleicht ein bisschen, banal klingt, aber diese Visualisierung, dieses mentale Erlebnis eben, was im Ohr zu haben, was unnütze Informationen rausfiltert und entsorgt, das ist unglaublich wirkungsvoll. Immer wieder. Weil es gibt eben Macht in einer machtlosen Situation. Ja, genau. Also die halten wirklich an so solche Metaphern, an solche Bildern fest, weil es ihnen eben Kontrolle über eine Situation gibt, wo sie eben keine Kontrolle vorher gespürt haben, wo sie machtlos waren. Und das ist halt nicht zu unterschätzen. Wenn man eben eine Macht bekommt, dann nutzt man es auch. Logisch, klar. Also sie können selbstwirksam werden, die Kinder. Sie können sich selbst was Gutes tun. Cool, spannend. Ich hatte diese Woche auch Echsensitzungen. Ich muss zwar sagen, ich hatte viele Erwachsene diese Woche, aber ich hatte gerade gestern eine Sitzung, wo die Echse einfach ein ganz wichtiger Bestandteil war. Und zwar ging es um ein Mädchen, das vor 2 Jahren einen schweren Unfall hatte.
und sich dabei die Milz riss. Sie hatte einen tiefen Milzriss und spürt heute noch diese Erstarrung in ihrer Körpermitte und vor allem immer wieder Schmerzen in der Schulter. Und die Milz ist mit der Schulter verbunden, das heißt, der Schmerz der gerissenen Milz fühlte sie auch gleich nach dem Unfall immer in der Schulter, und das sind ganz üble Schmerzen. Ist allerdings jetzt schon fast 2 Jahre her und die Milz ist wunderbar abgeheilt, da gibt es eigentlich keinen Grund mehr von Schmerzen zu sprechen, und trotzdem hat sie immer wieder diesen Schmerz hier oben. Und es war klar, einerseits, dass wir das traumatisierende Erlebnis, dieser Unfall, wo vieles schief lief, von der Rettung her, dass wir das aufarbeiten müssen, zusammen mit ihrer Exe. Und andererseits wollte ich, dass sie das Vertrauen wieder zurückkriegt in ihren eigenen Körper, in diese Selbstheilungskräfte. Ich meine, man hat die Milz sich abheilen lassen, man hat sie nicht entfernt. Und das dauert. Und es verursacht Schmerzen. Und da ging ganz viel Vertrauen in den eigenen Körper verloren. Und das war eine ganz, ganz spannende Sitzung, muss ich dir wirklich sagen, weil ich habe ganz intensiv auch mit dem Körper gearbeitet. Wir haben eine Reise durch den Körper gemacht. Der Körper hat dem Mädchen eigentlich die Selbstheilungskräfte vorgestellt. Ganze Heere von tollen Mitarbeitern, jeder weiß, was zu tun ist und was er mitnehmen muss, um welche Verletzung zu reparieren. Es war echt, war eine spannende Reise durch diesen Körper. Ich wusste das alles noch gar nicht, was sie da mir erzählt hat. Und als erstes ging es natürlich darum, sie aus ihrer Erstarrung rauszuholen, weil auch ihr Magen war ganz verknotet. Also sie fühlte diese Erstarrung im Magen. Und wir haben natürlich dann die Exe befragt. Und die wurde natürlich als auf dem Rücken liegend, sich totstellend visualisiert. Und wir haben mit dieser Exe ganz intensiv arbeiten müssen. Die Exe musste auch eine Reise durch den Körper machen, um zu sehen, dass alles wieder gut ist. Dass dieser junge, starke Körper das alles wirklich heilen lassen konnte, dass da nichts übrig blieb, dass sie stark ist, dass sie mit Keimen klarkommt und. Auch die Exe musste dieses Vertrauen wieder schließen zum Körper, bis sie sich entspannen konnte, logischerweise. Und wir visualisierten dann die Milz. Ich wollte einfach wissen, wie geht's denn dieser Milz nach diesem schrecklichen Ereignis, wo sie fast auseinandergerissen wurde. Und da hat sie mir erzählt, ich sehe eine ganz dünne, feine Narbe in der Milz. Die ist aber wunderbar geschlossen. Es ist wirklich eine alte Narbe, hat sie gesagt. Und da habe ich gesagt, dann sprich mal mit deiner Milz. Und dann hat die Milz gesagt, mir geht's eigentlich gut. Ich bin ganz zufrieden. Ich bin munter. Ich bin gesund. Ich kann meine Arbeit leisten. Für mich gibt's keinen Handlungsbedarf mehr. Aber sie hatte trotzdem diesen Schmerz immer in der Schulter. Und diesen Schmerz hat sie als roten Fleck hat sie den visualisiert. Sehr typisch für Schmerz, gell? Ja. Roter Fleck, roter Schleim ist sehr, sehr, sehr typisch für Schmerz. Absolut. Und dann habe ich gesagt, schau mal die Verbindung an zwischen Milz und deiner Schulter. Da gibt es eine Nervenbahn. Also die Schulter schmerzt tatsächlich, wenn die Milz verletzt ist. Und dann hat sie gesagt, jetzt sehe ich es. Die ganze Nervenbahn war immer noch rot. Also da gab es ganz viele rote Abschnitte auf dieser Nervenbahn und das war dieser rote Schmerz. Und der Schmerz war nicht ständig da. Sie hat ihn immer wieder mal gefühlt und dann ging er wieder weg. Und dann hat sie erkannt auf dieser Nervenbahn, dass dann der nächste rote Schmerz nachrückt. Also mussten wir da mal ganz viel Schmerz wegwaschen und die Schulter reinwaschen, bis wir wussten, diese Schmerzerinnerung ist weg. Es war wie so die Erinnerung des Schmerzes, die da noch geklebt hat. Und dann durfte die Milz von ihrer Zufriedenheit und ihrer Gesundheit was hochschicken, dass diese Nervenleitung und die Schulter dann wirklich ganz frei wurde. Das war ganz spannend. Wir haben circa 7 Minuten lang haben wir Ping-Pong gespielt. Wir haben wieder Zufriedenheit, Gesundheit draufgeschickt und dann hat sie zugeschaut, wie das die Nervenbahn hochkraxelte, bis dann in der Schulter ankam, bis sie dann gesagt hat, jetzt ist gut, jetzt ist meine Schulter auch zufrieden und glücklich, jetzt ist gut. Und wir haben nachher, ich hatte einfach das Gefühl, dieses Schmerzgedächtnis, das sie hatte, das sie immer noch getriggert hat, dass da noch im Körper Erinnerungen sind an diesen Moment, die wir noch finden müssen. Und
wir lassen ja unsere Klienten oft ihren Körper visualisieren. Und dann nutzen wir halt Bilder. Da habe ich gesagt, stell dir vor, du könntest deinen Körper öffnen wie einen Schrank. Und in diesem Schrank findest du vielleicht Regale und Schubladen und Fächer und weiß nicht was. Schau da mal rein, ob du noch irgendwas findest, was an diesem Moment dieses Unfalls geknüpft ist. Und dann hat sie gesucht und dann hat sie eine schwarze Kiste gefunden. Da hat sie gesagt, ah, da ist was. Ich muss mal gucken, was da drin ist. Und da waren Fotos und Erinnerungen drin von dieser Zeit, seit Unfall, bis sie wieder nach Hause konnte vom Krankenhaus. Dann hat sie die durchgesehen und hat gesagt, das sind nicht meine Erinnerungen. Das sind nicht meine Bilder, das sind andere Bilder. Die gehören nicht mir. Und da habe ich gesagt, wem gehören sie denn? Und da hat sie gesagt, die gehören meiner Mutter. Und da musste sie weinen und hat sie gesagt, weißt du, es tut mir so leid, dass meine Mama auch diese Angst, auch diese Sorgen und fast sogar auch meinen körperlichen Schmerz gespürt hat. Das tut mir so unendlich leid. Also Schuldgefühle. Mhm. Also sie wollte so diesen Moment auch nicht loslassen, weil es die Mutter verletzt hat. Und das war diesen Schuldgefühle, was auch vielleicht ein Teil von diesem Schmerz am Leben gehalten hat. Ja, ganz genau. Und die mussten wir natürlich, diese Kiste mit diesen fremden Erinnerungen und diese Schuldgefühle mussten wir vergraben, die mussten wir entsorgen. Und sie hat dann verstanden, dass das klar ist, dass eine Mama mitleidet, wenn sich ihre Tochter so verletzt, dass sie aber beide heute im Hier und Jetzt stehen und wissen, wie gut es ihr geht. Und dann war gut, dann war der Körper von innen gesäubert, dann legten wir noch ein paar schöne Erinnerungen rein, überall, wo sie das nötig empfand. Und ich bin sicher, dass die Schulterschmerzen der Vergangenheit angehören. Ich sag's dir dann, sie kommt in 2 Wochen nochmals. Ich bin wirklich gespannt, weil das war genauso wie bei dir, das war so eine schlüssige Sitzung. Es war so, ach. Ebenso, es ist im Nachhinein, es ist alles klar. Also als könnte man diese Geschichte schreiben und kompliziert, wenn ich jetzt diese perfekte Geschichte schreiben könnte, dann wäre es so mit all diesen verschiedenen Elementen. Aber das macht man nicht. Ja. Es kommt natürlich, aber im Nachhinein sieht man alle Verbindungen. Man sieht alles macht Sinn, alles wird klar. Ja. Absolut. Es war wirklich eine ganz faszinierende Sitzung mit einer sehr faszinierenden kleinen Klientin. Ich freue mich, dass ich sie wieder sehe in 2 Wochen und bin unglaublich gespannt, was sich da tut. Die war so dabei, die hat sich so wirklich reingestürzt in diese mentale Arbeit. Die war nach dieser Sitzung fix und fertig. Ich musste sie mit Schokolade und Gummibärchen füttern. Du merkst, wie das Hirn arbeitet. Die brauchen nachher Zucker, die brauchen Kohlenhydrate, damit das Hirn wieder ein bisschen Energie kriegt. Das war total süß zu sehen. Ich habe das genau diese Woche gesagt, ich hatte eine Mutter und sie fragte, warum ist meine Tochter fix und foxy, warum ist sie so müde? Dann habe ich gesagt, weil das, was wir machen, Visualisierung, das ist Hirnarbeit. Und da werden ganz, ganz, ganz viele Kalorien verbrannt. Ja. Und das wird natürlich unterschätzt. Also man weiß zum Beispiel, wenn jemand ein Schach spielt, weißt du, die Schachmeister, wie viele Tausende von Kalorien, das die aufbrauchen. Ja. Bei unseren Klienten ist das ähnlich. Also das ist Hirnleistung, was Energie und auch Kalorien verbrannt. Und deshalb haben sie Hunger und natürlich die Müdigkeit nach der Sitzung. Natürlich, wenn sie sich voll und ganz dieser Sitzung widmen und die Bilder widmen und die Visualisierung widmen, dann gehört es eigentlich dazu, dass man eben müde oder hungrig ist. Ist eigentlich das beste Indiz dafür, dass ein Kind oder ein Klient sich wirklich voll in diese Arbeit gestürzt hat. Wenn sie am Schluss die Augen öffnen, müde, Hunger. Es ist so, ja, und das Gehirn verbraucht Kohlenhydrate. Deshalb habe ich tatsächlich, ich meine, ich stopfe die Kinder nicht mit Schokolade und Gummibärchen voll, aber ich habe eben so kleine Portionchen und die lieben das. Und sonst Traubenzucker oder Dörrfrüchte oder was auch immer, aber die brauchen nachher Kohlenhydrate. Es ist so. Also es ist wirklich immer, es ist immer ein gutes Indiz zu wissen, aha, hier ist was passiert. Es sieht mega entspannt aus, aber es ist Hochleistungssport für das Gehirn. Das ist richtig. Und du hast vorher etwas ganz Interessantes gesagt und ich möchte dazu etwas noch sagen wegen die Echse. Du hast gesagt, eben die ist da gelegen, die war so ein bisschen in die Schockstarre.
Das ist auch ein typischer Indiz, dass eben eine Schockerlebnis nicht verarbeitet wurde. Also wenn der Echse noch in dieser Schockstarre ist, wenn es da liegt und total gelähmt ist, das bedeutet, dass ein Schockerlebnis noch nicht verarbeitet wurde und da müssen wir noch arbeiten. Und das ist das, was natürlich die Arbeit mit der Echse so wunderbar wertvoll macht, weil es uns ganz genau zeigt, was ist da los? Ja. Also wenn es wütend ist oder wenn es Angst hat oder wenn es eben diese Schockstarre ist, dann wissen wir, etwas war so schlimm genug, dass es wirklich wie ein kleines Trauma oder eben Schockerlebnis war und es ist noch nicht verarbeitet worden. Ich wollte das einfach noch genau stellen. Darum geht's. Ja, es war spannend. Es war auch diese Woche war eine spannende Woche. Ich bin gespannt auf die nächste. Da habe ich auch ein paar neue Klienten, wo ich wirklich gespannt bin, was mich da erwartet und was wir da wieder rausfinden. Also, aber es ist immer cool. Jede Sitzung ist einfach immer cool. Nächste Woche wird ziemlich anstrengend sein, weil ich habe alles voll inklusive Samstag. Da musste ich noch alles, ich musste da Samstag ausweichen. Es ist alles voll. Also nächste Woche habe ich unterschiedlich, also da habe ich Teenies und Erwachsene und Kinder. Also nächste Woche wird. Wow, zum Glück warst du in den Bergen und konntest Energie und Ruhe tanken, nicht wahr? Genau. Ja, du, cool. Da sind wir mal gespannt, was wir uns nächste Woche zu erzählen haben, nicht wahr? Dann wünsche ich dir eine tolle Zeit bis dahin. Genieß deine vielen Sitzungen und zähre noch ein bisschen von deiner getankten Kraft aus den Bergen. Ne? Mach ich. Das wünsche ich dir natürlich auch. Viel, viel, viel Erfolg. Danke, gleichfalls. Und bis bald. Tschüss.